Hey und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play die Sims 4 in der Einfamilienhaus-Challenge. Nein, in der Full-House-Challenge. Ich sollte nicht von Einfamilienhaus-Challenge und Doppelhaus-Challenges reden und nachdenken, wenn ich gerade in der Full-House-Challenge bin. Aber Sachen passieren. So, wir haben in der letzten Folge uns richtig schön um die ganze Wäsche gekümmert. Hat natürlich nicht sehr lang gehalten, wenn ich jetzt hier mal hingucke und hier schon wieder alles voll ist. Aber hey. Das geht, das geht. So, ich glaube, Claire hat schon den Garten gegossen, vielleicht. Auf jeden Fall können wir hier ein bisschen was einsammeln. Damien, das würde ich auch machen. Ich würde aber erstmal, bevor wir es vergessen, ihm das Megabett kaufen, damit auch er. Hallo? Damit auch er hier das Prinzessinnenbett zum 10-10-10 erholen hat. So, wir haben nämlich hier auch perfekt das Grün. Wenn wir das hier ein bisschen weiter ranstellen. Da geht das. Dann geht das. So. Machen wir nochmal auf schnell, weil er muss ja noch programmieren und noch ein Level erreichen. Aber das hat er, glaube ich, auch gleich. Er hat an seinem freien Tag sogar Geld verdient. Mensch, Mensch, Mensch. So, wir verscherbeln das mal. Ich wollte ja noch irgendwie so eine Super Sim Challenge mal anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das so nenne, aber wo ich dann halt einen Sim erstelle, also der muss halt Vampir werden, damit das funktioniert, weil ich immer keinen Bock habe, diesen Lebenstrank zu brauen. Der dann wirklich so alle Fähigkeiten auf Level 10 macht und so alle Bestreben und sowas abschließt, das wäre mal interessant. Auch mit nichts angefangen, ne? Also vielleicht sogar das ganze Grundstück weg, Geld auf nichts. Kommt als Vampir frisch in die Welt oder so, da kann man gucken, was man da sich so ausdenkt oder so. Das wäre mal interessant. Und dann Stück für Stück sich hochspielen mit dem Sim. Wie weit der dann kommt. Keine schlechte Idee. Aber vielleicht eher für eine Challenge, als Stream oder so, vielleicht. Du hast jetzt immer noch kein Level Up, oder doch hast du ein Glück. Dann wirst du ja bestimmt bald befördert. So, ich glaube doch, sie arbeitet sogar fleißig. Mensch, welch Glück. Du kannst jetzt aber mal nach unten kommen und das hier reparieren. Nicht, weil wir nicht diese, keine Ahnung, 75 fürs Ersetzen hätten, sondern weil ich die Fähigkeit gerne nach oben bringen möchte. So, ich werde hier nebenbei nochmal was trinken, nicht wundern. Draußen muss jetzt gerade jemand mit dem Motorrad langfahren. Er ist ein Geek, er muss zocken. Er repariert das mal. Das machst du nicht schlecht, mein Freund. Dann darfst du mal die Teile plündern und wegwerfen. Ach so, dann kann er das gar nicht mehr wegwerfen. Ich erinnere mich. Weil jetzt wird automatisch ein neuer Haufen regeneriert oder generiert und dann hier hingeschmissen. So, dann wisch mal auf. Sei mal vernünftig. Wie sieht's denn hier aus? Toilette? Dann geh mal aufs Klo. Dann kannst du das Waschbecken reparieren. Weil deine Mitbewohner die Sachen ja nicht einfach mal heile lassen können. Nein, das geht nicht. Phyllis hat einen Urlaubstag verdient. Das ist schön für Phyllis. Digga, das bringt dir hier nichts. Ey. Sag mal, Claire, du machst mich aggressiv. Und er schon wieder mit seiner Wäsche hier, ne? Dann reparier das jetzt bitte mal. Ja, Victor, wir gehen ja schon. Warum bist du überhaupt so dreckig, als ob du in sonst was reingelatscht wärst? Jetzt steht er vor der Badewanne. Oh, ich bin so mega dreckig, aber ich habe keinen Bock, mich auszuziehen. Aber es muss einfach sein. So, warst du jetzt pinkeln? Irgendwie schon, oder? Jetzt machen die hier Duo aufwischen? Nein, machen sie nicht. Okay, dann nicht. Dann darfst du mal alles ernten. Wenn wir alles geerntet haben.
Werden wir die ultimative Haushalts-AG mal anstoßen, was zu machen? Digga, kannst du bitte mal schneller ernten? Der Garten muss gegossen werden, er muss entkäfert werden und weiterentwickelt werden. Und das Weiterentwickeln müssen wir selbst machen, weil darauf kommen meine Mitsims ja nicht. Versammlung starten. Dann erstmal weiterentwickeln. Oh, warte, er hat einen grünen Daumen, das wusste ich gar nicht. Habe ich voll vergessen. Ach nee, das ist von der Gruppe. Ich erinnere mich. Weiterentwickeln, weiterentwickeln. Macht er da? Okay, ich hinterfrage das einfach nicht. Level 8 der Gartenfähigkeit, Mensch. Ich muss mir echt noch mal die Übersicht schreiben, wer jetzt wie weit ist. Genau, du kommst jetzt mal nach draußen und machst mal hier sauber. Nein, du sollst nicht mit der Pflanze reden, du Idiot. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal mit Profis. Zusammen Garten pflegen. Ist auch nicht schlecht, ne? Wir entwickeln erstmal alles weiter und dann pflegen wir den Garten. Das ist doch ein guter Plan. Es fehlt der Button, alles weiterentwickeln, was möglich ist. Ohne Scheiß, ey. Das muss man bei EA echt mal einreichen, eigentlich. Diggis, hier fehlt der Button. Zwar genauso. Einfach nur schreiben. Diggis, der Button fehlt. Ja, jetzt pflegt mal zusammen den Garten. Jetzt hör auf, das Weiterentwickelsymbol hier zu haben. Ist so. Jetzt darfst du weiterentwickeln. Ist dieses Wortspiel, kann man das so nennen? Weiterentwickeln. Ich mach mal auf schnell, weil der kommt ja eh nicht hinterher. Ey, diese Käfer, die nerven mich, ne? Ich würde hier auch irgendwas aufstellen, was mega viel Geld kostet, damit diese Käfer hier verschwinden. Von mir aus auch so ein Gartenzelt oder so, dass hier nie wieder Käfer ankommen können. Auch irgendwas, was richtig hässlich aussieht. Ein Gartenpilz oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So eine Pilzlaterne. Irgendwas, damit das hier nicht mehr diese Scheiß Plage bekommt. Müssen wir ihn weiterentwickeln? Ja, müssen wir. So, was ist jetzt hier kaputt? Die Dusche. Und warum repariert sie niemand? Weil alle trotz der ultimativen Haushalts-AG andere Dinge machen. Alles Lappen hier. Alles Lappen. So, dann verkaufen wir das erstmal. Der Typ fällt hier gleich um vor Müdigkeit und Hunger und kein Spaß und fehlendes Sozialverhalten. Weiterentwickeln. Dann habe ich aber alles, was glitzert, oder? Okay. Dann noch mal ganz schnell die Dusche reparieren. Das Ding schmeiße ich jetzt einfach hier mit rein. Dann haben wir ja bestimmt Leute, die hier was gekocht haben. Wir nehmen jetzt einfach die Hähnchenbrust. Nimm dir einfach eine davon und schau dir den Kochkanal an, damit wir da auch bloß Kochfähigkeit bekommen. Aber immerhin funktioniert das im Wesentlichen schon mal recht gut mit der Haushalts-AG hier. Sie stinkt und redet noch mit den Pflanzen. Alle stinken und reden mit den Pflanzen. Nee, klär nicht. Ey, so muss das. Die ultimative Haushalts-AG. Oh. Jetzt nimm dir was aus dem Kühlschrank und setz dich vor den Fernseher. Oh, das sieht gut aus.
Der hat zwar überhaupt kein Sozialleben, der Typ, aber das ist jetzt komplett egal. Du darfst dann erstmal das Bett beanspruchen und dann schlafen gehen. Und da musst du aber auch bald zur Arbeit, oder? Ups. Das ist dann ja nicht mehr unser Problem. Wir sind dann ja einsam weiter. Hust. Der liebe Viktor. Das kriegen wir schon hin mit dem. Wir enden die Versammlung mal. Und was wird gefördert? Hier gibt es doch irgendwo bestimmt Geschicklichkeit, oder? Da. Wenn wir schon Sachen reparieren müssen und so, kann man das schon mal machen. Ja, dann schlender mal hoch in dein Zimmerchen. Lass die Wäsche. Hallo, du. Ich hab dir extra einen Wäschekorb dahin getan. Du Lauch. Mann. Es ist aber auch ein zu weiter Weg. Soll ich dir den Wäschekorb vielleicht da draufstellen oder so? Selbst das wäre dir noch zu mühselig, da mal nach links zu gehen mit dem Arm. Man kann es auch einfach direkt auf der Stelle fallen lassen. Wahrscheinlich nicht mal berühren beim Ausziehen oder so, ne? Also so einer ist er bestimmt. Nee, ey. Gut, wir dürfen jetzt gleich endlich zu Viktor wechseln. Dann können wir diesen Schmierfink hier loswerden. So, Viktor, mein allerbester Mann des Hauses. Du nimmst dir erstmal Urlaub. Aha! Gebe mir Urlaub. Der ist super, ey. Der ist super, der Typ. Dann darfst du erstmal aufs Klo gehen. Du hast einfach null Spaß, mein Freund, aber das ändern wir. Oh, hier hat jemand schön gekocht. Und zwar dürfen wir das nicht angucken. Hallo. Es sieht auf jeden Fall nach Banane am Spieß mit Apfel aus. Ist egal. Wir nehmen das jetzt einfach und gucken dabei Nachrichten. Viktor ist der Nachrichtenmensch. Tante, das ist ein Müllhaufen. Weißt du, wo der hingehört? Anscheinend nicht. Das interessiert die nicht, ne? Also, ist es der weg? Sie hat den weggetrampelt. Es ist in den Boden gesickert. Da drunter ist ja noch nichts. Hat sie Glück gehabt. So, hast du jetzt ein Gericht in der Hand, mein Freund? Ja, hat er. Nee, Alte, wir gucken jetzt nicht eins. Wir gucken jetzt Nachrichten. Oh, das schmeckt ja voll gut, Mensch. Das sollte ich öfters mal einfach nehmen, wenn sowas auf dem Tisch steht und es nicht von mir gemacht ist. Aber ich soll es öfters einfach mal nehmen. So, die haben irgendwas gegen Atomsachen und prügeln sich erstmal im Fernsehen. Ja. So. Wir brauchen allerdings irgendwie noch einen Spiegel, damit er sein Charisma üben kann. Und ich frage mich jetzt, ob wir das bei Ihnen im Zimmer einfach hinhängen. Hier so vor die Pflanze, hier so zwei Spiegelchen oder so. Oder hier in den Flur. Aber warum sollte man einen Spiegel im Flur haben? Das ist dann die nächste Frage. So ein Spiegel im Zimmer kann man ja noch verstehen, aber ein Spiegel im Flur? Nee, ist ja auch egal. Wir bauen jetzt einfach ein. Bei Viktor hin. Ich hätte gern eins zum Hängen. Umgebung 2. Ist hier noch einen, der Umgebung gibt? Nee, ne? Ja, dann hat sich die Wahl ja auch schon mal erledigt. Oh, man kann die Farbe bestimmen. Das ist ja cool. So, dann bauen wir noch so einen Spiegel hin. So, auch ein Stück in den Kamin rein. Das müssen wir noch mal ein bisschen symmetrischer hinbauen. So. Perfekt. Perfekt. Jetzt muss er die nur noch benutzen können. Okay, Rede üben. Tanzen üben. Klar, natürlich. Ja, die hat ja ihre. Die Sache mit dem I, imaginäre Zahlen und du. Ach ja, die schönen imaginären Zahlen.
Zahlen, die es nicht gibt, aber mit denen man rechnet. Aber ohne würde unsere Elektrotechnik einfach nicht funktionieren. Das finde ich das Erstaunliche daran. Das finde ich wirklich das Erstaunliche daran. So, jetzt machst du noch ein bisschen Spaß bei Nachrichten schauen. Bis der dann voll ist und dann können wir mal nach oben latschen vor deinen Spiegel und hoffen mal, dass du den benutzen kannst. Lieber Viktor. Nachrichten machen doch nicht ganz so doll Spaß, okay. So, dann geh jetzt mal vor den Spiegel. Stell dich hin, so wie du bist, so wie Gott dich schuf und sag, boah, Leben ist schön. Farby taxi watsu. Pado. Bade. Cleva. Jobatu. Quips drift swing. Ede. Pia die Rede da hält, ey. Sturm Garsha Thark. Thark Thark. Itak. Thark. Alles klar. Bisschen Sport könnt ihr ja auch mal gebrauchen, oder? Ach du Scheiße, wie viel Charisma braucht ihr denn noch? Na, das kann jetzt dauern. Und Geschäftsanrufe tätigen. Aber er hat ja eh noch das Wochenende dazwischen. Macht man das hier am Handy, Geschäftsanrufe? Huch. Ich gehe mal davon aus, oder? Karriere. Die Geschäftspartner von Viktor sind derzeit nicht bei der Arbeit. Keine Firma wollte diesen Jingle kaufen. Viel Glück beim nächsten Versuch. Ja, ist kein Problem. Dann dürft ihr jetzt fleißig arbeiten, meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Das geht so nicht. Wie sieht das denn aus hier, Mensch? Dass der einfach seine Wäsche nicht in den Wäschekorb schmeißt, ey. Ja, so eine Putzfrau wäre einfach schön, ne? Die alles sauber macht, alles heile macht. So ein Haushälter. Wir brauchen einen Butler. Wir brauchen einen James. Aber wir haben jetzt einfach keinen James. Und wir haben auch keinen Platz für einen James. Aber einfach einen anzustellen wäre geil. In Sims 3 ging das ja, da konnte man ja einfach einen Butler, glaube ich, einstellen. Der hat dann auch nur 1200 die Woche gekostet. Glaube ich. Oder pro Tag, ich weiß es gar nicht. Aber das wäre mir auch egal. Jetzt funktioniert hier meine Maus schon wieder nicht ganz so richtig. Da habe ich mich extra mit Sarah und Laura getroffen. Unter anderem, um mir dann auch die Maus mal wiederzugeben. Und so Mädelstag. Und, was haben wir vergessen? Die Maus, natürlich. Was auch sonst. Ja, jetzt quatsche mal ein bisschen schneller. Und Digga, ey, du musst hier noch richtig viel erreichen, ne? Scheiße, ey. Ich finde das voll gut. Wir haben extra freigenommen. Rufen in der normalen Arbeitszeit, wollen wir anrufen, Geschäftsanrufe. Und dann steht da, die Kollegen sind jetzt nicht bei der Arbeit. Die haben sich alle am Freitag freigenommen. Die dachten sich so, ne, Freitag, ne, da müssen wir uns freinehmen, das geht so nicht. Da sagen wir einfach nie. Level 5, Mensch, dann müssen wir nur noch einen ganzen scheiß Balken vollkriegen. Wenn es ja sonst nichts ist, er ist traurig. Boah. Ach, sorry, Leute. Manchmal muss man niesen. Ihr kennt das. So, der hat auch schon Geld verdient. Aber er wurde nicht befördert. Das finde ich nicht gut. Das wird echt schwierig hier, ey. Gerade die letzte Beförderungsstufe zu kriegen. Ich habe mit Chihiro in der Doppelhaus-Challenge, da habe ich echt ewig gebraucht, bis der mich befördert hat. Das Problem war dann aber auch, dass man irgendwie auch nur noch alle 3 Tage mal zur Arbeit musste. Und dann hattest du zwar Zeit, deine Sachen da zu perfektionieren, aber wenn man dann halt zum Beispiel schon Computerspiele auf Level 10 hat, ihr macht mal schneller hier, Leute. Wenn man dann Computerspiele eh schon auf Level 10 hat und programmieren und so, dann braucht man das halt auch nicht. Er ist selbstsicher vor dem Spiegel, das ist schön. Ich frag mich, was seine Mitbewohner denken, wenn er die ganze Zeit im Zimmer steht, mit irgendwem redet. Und du siehst das ja nicht. Du hörst einfach nur, dass er die ganze Zeit
irgendwelche Reden hält. Also ich glaube nicht, dass das alles so schallgedämpft ist, dass wenn du dich vor die Tür stellst bei dem oder zuhörst, dass man nicht hört, was der sagt. Das glaube ich nicht. Aber interessant. Dann wundert die sich, aber was hält der denn da für Reden? Meine Fresse. Aber gut. Das war's dann für diesen Part erstmal. Ich hoffe, wir kriegen das mit ihm irgendwie noch hin über die Nacht. Da er hat ja eh frei. Können wir mal gucken. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit schau und bis zum nächsten Part.